So, Freunde, herzlich wieder willkommen zu einem kleinen Abendtalk oder Regeltalk, wie man heutzutage sagt, und ein Statement zum Tag. Mehr oder weniger fleißig unterwegs gewesen heute und am Abend, naja gut, heute ist es mal wirklich zeitiger, es ist ja erst 19 Uhr, aber ich habe wohl Kohldampf, habe ich mir ein lecker Döschen geöffnet. Würzfleisch, das erinnert wirklich an früher, wie ich schon mal erzählt habe, in der alten Stammdisco. Wo man abends früher hingegangen ist, da gab es sowas lecker, Fresschen. Was haben wir da zum Veredeln? Wo habe ich das gute Material? Ach Mist. Ich wollte es ja noch ein bisschen veredeln. Was haben wir denn im Angebot? Naja, muss ich nachher noch holen. Ich hatte eigentlich noch lecker Worcester-Soße. Ach, die ist ja im Schränkchen. Gut. Jedenfalls, das brodelt gerade in einer gesunden Mikrowelle. Hier sind nur feine Sachen drin, hoffe ich mal, ich verlasse mich drauf. Worcester-Soße hinzufügen. Kleinen Moment, dann werden wir die gleich mal holen. So, ja, vom Allerfeinsten. Ich weiß nicht, ob das richtige Fabrikat ist. Altenburger, deswegen habe ich es ausgesucht. Ja, Mikro wieder an. Was ansonsten so noch für Projekte laufen? Naja, das Leder für die Axtscheide habe ich noch nicht besorgt. Das fehlt noch. Reviews sollen wieder kommen. Ich habe doch ein paar schöne Speere zum Vorstellen. Die sind vielleicht auch nicht schlecht bei der Zombie-Apokalypse. Pistazienspende wurde schon geöffnet. Viele Grüße an Luzi. Mein Freund. Na, mit dem war nämlich gestern Abend Arbeitseinsatz. Kleines Regalchen musste umgebaut werden. Und hinterher gab es ein kleines Bier und ein bisschen lecker Essen. So, ich hole mal das Futter. So, weiter geht's. Ganz schön heiß. Die Mikrowelle. Was für ein Zauberkasten. So. Okay. Wir stellen mal was ein bisschen drunter. Seltsamerweise saut das trotzdem immer alles ein. Und dann gucken wir uns das Zeug mal an. Oh. Ja, riechen tut's wie früher, würde ich sagen. Deswegen hauen wir mal leckermäßig was hier von dem lecker Zeug oben rauf. Also man darf nicht erschrecken, das sieht schon mal so ein bisschen aus wie durchgekauter Hühnerfrikassee. Währenddessen die Soße auch nicht besser aussieht. So, scharf ist scharf, ne? Oh, naja. So, dann wird das dann verkostet. Wir lassen es doch mal 3 Minuten ziehen. Nächste Projekt. So. Kleinen Moment. Das ist dann mehr so das Bastelprojekt. Ich habe hier so eine Kiste installiert. Da sind die Modelleisenbahnmodule drin. Die werden da drinnen verpackt. Schauen wir mal um die Ecke, dass man das sieht. Also hier eins oben, eins unten. Eine Kiste drumherum und alles ist gut aufbewahrt. So. Diese Transportkiste ist eben wichtig, dass man die Module aufeinander stapeln kann, um sie dann irgendwo einzulagern. Ich weiß noch nicht genau wo. Die Garage ist eigentlich ein bisschen zu feucht für sowas. Es verträgt das Holz nicht. Obwohl ich es jetzt schon mehrmals lackiert habe, ist das aber auf Dauer so eine Sache. Naja. So, das war jetzt erstmal das Projekt gewesen. Dann werden wieder ein paar Messer reviewt. Ja, die müsste ich aber erst ran besorgen. So, ist es denn schon ein bisschen kühler geworden? Also Leute, gleich wird sich zeigen, ob man das lecker verkosten kann und ob ich euch das empfehlen kann. Oh doch. Das ist wirklich würzig. Ja. Das ist wie früher. Das Fleisch. Oh ja, doch. Das wurde früher in so kleine Tassen serviert. Und, oh, das ist wieder mal nicht gut. Ach, das wurde früher so in Tassen serviert. Und ich würde stark behaupten, obendrauf lag noch Käse. Vielleicht weiß einer was davon. Ja, die Gabel ist reingefallen. Ich bin ein kleines Schweinchen.
Ich schmatze wieder so laut in die Kamera, ins Mikrofon. Das muss so sein. Wo ist denn das lecker Bier dazu? Das ist nicht da, ich bin zu arm. Ja. So eine Sprüche werden dann doch ganz schnell gelöscht. Also das wird ein Leckerfresschen. Dazu heute mal was ganz anderes. Ich weiß nicht, hat das einer von euch schon mal gesehen? Arizona, das ist ja wieder das ist wie letztens die Dose. Aber diesmal Eistee. Arizona, das ist ja wieder aus Amiland. Oder? Arizona, ja klar. American Company. Die drängeln gewaltig hier auf dem Markt, Leute. Ich weiß nicht, ob man das gutheißen soll. Freier Handel hin oder her. Das ist übrigens die Folge des G20-Gipfel, wo irgendwas wieder unterschrieben wurde, irgendwelche Verträge. Und seitdem kommt das Zeug hier auf den Markt. Schlecht natürlich für die letzten drei einheimischen Anbieter von Getränken, die das Hintertreffen dadurch haben, auf lange Sicht gesehen. Wahrscheinlich wird die Lage sich dadurch noch mehr ausdünnen, weil die natürlich mit super günstig Preisen auf den Markt zwängeln. Naja, kann man sich mal ein bisschen belesen. Was mich dabei wundert, unterwerfen sich trotzdem diesem Pfandgesetz in Deutschland. Das ist aber wenigstens mal ein Vorteil. So. Schön, schön, schön. Telefon klingelt nebenbei. Ich hoffe, das funktioniert nicht. So, abgelehnt. Okay, weiter geht's. Was ist eigentlich überhaupt drin? Wasser, Zucker. Natürlich Zucker, zweite Stelle. Muss wieder mal so sein. Zitronenaroma, bla bla bla. Hergestellt in der EU im Auftrag von Europe Kooperation, bla bla bla. Barbara Strozzilan. Was ist denn das für ein Name? Ja, ich denke mir mal, ob die das wirklich hier in der EU produzieren? Das ist jetzt für ein Ami-Produkt wieder seltsam. Ja. Oder die Amerikaner haben hier irgendwas geschluckt, um in Europa auf den Markt zu kommen. Vielleicht irgendeine Apfelanlage wieder mal meistbietend aus der Konkursmasse herausgelöst. Schütteln. Na, wir werden jetzt mal das Ding testen. Wollen wir mal nicht zu doll gegen unsere lieben NATO-Bündnispartner meckern? Nicht, dass man hier aus 5 Kilometer Entfernung von einem Scharfschützen erschossen wird und man einen grausamen, furchtbaren Tod erleiden muss. So, auf die Flasche hier. Oh, hier ist eine wirklich eine Off-Reißflasche dran. Guckt euch das mal an. Gut, dass ich gelesen habe. Hier, guckt euch das mal an. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Verschluss, riesengroß, für den großen Durst. Na, jetzt werden wir das Zeug mal verkosten hier. Oh Mist, ey, guckt euch mal an, das sieht aus wie Reinigungsmittel, wa? Also riechen du das nach nichts, ehrlich gesagt. Wenn man die Nase ganz reinsteckt, riecht es nach Zitronenfrischreiniger. Da wird doch etwa Reiniger sein. Lemon Flavor. Ist doch ein Lebensmittel, oder? Haben die mir was untergejubelt? Na klar, Freunde. Runter damit. Ja, Freunde, das ist ein Zitroneneistee. Und schmeckt lecker. Ja, das ist okay. Kann man trinken. Ja, das wird sie auch verkaufen, denke ich mal. Nur mit natürlichen Aromen, keine Konservierungsstoffe. Und das ist wenigstens was Gutes. Okay, das Süppchen hat sich lecker abgekühlt. Es sieht gewöhnungsbedürftig aus. Da wollen wir wenigstens noch mal ein Stück lecker Brot. Frisch aus der Kaufhalle geholt. So. Und dann brauchen wir natürlich noch einen extra großen Löffel. Ja. Das war der heutige Tag, Freunde. Das war's erstmal. Wir sind nicht zum Videodrehen gekommen.
keine Zeit mehr. Das Team ist arbeiten. Es vertagt sich etwas alles. Gut. Dann tschüss, Freunde. Das war's erstmal mit dem Essensvlog. Tschüss.